Der Jupiter. Ein wahrer Gigant. Er ist rund 1000-mal so groß wie die Erde und besitzt mehr als doppelt so viel Masse wie alle anderen Planeten unseres Sonnensystems zusammen. Ein Objekt dieser Größe hat auch Einfluss auf seine Nachbarn. Seine Anziehungskraft hat die Asteroiden davon abgehalten, zu Planeten zu verschmelzen. Doch dieser gewaltige Planet besteht fast ausschließlich aus Gas. Wenn man versuchen würde, auf ihm zu landen, würde man versinken und vermutlich nie festen Boden erreichen. Und auch Jupiters Aussehen täuscht. Seine Schönheit ist das Produkt extremer Gewalt. Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 600 Stundenkilometern wirbeln um den Planeten und teilen die Wolken in farbige Streifen, Gürtel oder Wirbel. Und sie formen auch sein Markenzeichen, den großen roten Fleck. Dahinter tobt der größte Wirbelsturm unseres Sonnensystems. Er ist zweimal so groß wie die Erde und wütet seit mindestens 300 Jahren. Aufsteigende Wärme kurbelt zusätzlich die Wolkenbildung an und führt zu gigantischen Gewittern. Jeder Blitz hat 10.000-mal mehr elektrische Energie als auf der Erde. Der beste Platz, um Jupiter zu beobachten, ist wahrscheinlich in sicherer Entfernung. Diese Lichtphänomene erinnern stark an das Polarlicht auf der Erde. Aber diese Lichter sind tödlich. Sie werden durch kosmische Strahlung erzeugt, die durch das starke Magnetfeld von Jupiter angezogen wird. Ein verzauberndes Phänomen mit tödlicher Wirkung. In den Weiten des Weltraums ist offenbar nicht so, wie es scheint. Das Universum steckt voller Gegensätze. Rund um den Jupiter ist ebenfalls Vorsicht geboten, um nicht mit einem seiner mindestens 63 Monde zu kollidieren. Dieser farbenprächtige Mond ist Io. Aber wie beim Jupiter ist seine Schönheit rein oberflächlich. Die bunten Farben stammen von geschmolzenem Gestein und Schwefel. Und von Vulkanen, die ihre heiße Asche hunderte Kilometer in die Atmosphäre schleudern. Jupiters enorme Anziehungskraft setzt diesen Mond gewaltigen Reibungskräften aus. So stark, dass sie seinen Kern zum Schmelzen bringen. Bisher haben wir auf dieser Reise keinen Planeten entdeckt, der eine neue Heimat sein könnte. Bis jetzt zumindest. Aber im Weltraum taucht immer ein neuer Planet am Horizont auf. Und wer sagt, dass man nicht auch auf einem Mond leben könnte? Noch dazu auf einem mit diesem Namen. Europa ist einer der vielen Monde Jupiters. Und er ist gerade mal 650 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Ein seltsamer Ort. Und gleichzeitig wirkt sein Aussehen vertraut. Mit all den vielen Brüchen und Rissen im Eis wirkt er ein wenig wie die Arktis. Und vielleicht schwimmt dieses Eis auch wie die Arktis auf Wasser. Auf flüssigem Wasser. Es wäre eine denkbare Möglichkeit. 800 Millionen Kilometer entfernt von der Sonne sollte Europa eigentlich festgefroren sein. Aber die Anziehungskraft des Jupiters könnte auch hier tief im Inneren zu Reibungen führen und ihn erwärmen. Und dadurch könnte sich im Wasser unterhalb des dicken Eispanzers Leben entwickeln. Vielleicht sind die Aliens nur ein paar Meter entfernt. Und es existiert ein ganzes Ökosystem. Mit Mikroben, Schalentieren oder sogar Tintenfischen.
Vielleicht trennt uns tatsächlich nur diese Eisschicht von einer fremden Welt. Doch solange nicht eine Sonde im Rahmen einer Forschungsmission hier Probebohrungen vornimmt, wird das ein Geheimnis unseres Sonnensystems bleiben.